gefasst. Vielleicht, weil die Geheimdienste ihn nicht fassen durften, weil die Öllobby andere Interessen hatte und weil die Amerikaner noch bis August diesen Jahres mit den Taliban ein dubioses Tauschgeschäft aushandeln wollten. Verbotene Wahrheiten. Zwei französische Geheimdienstexperten decken sie auf. Das diskrete Pariser Nobelrestaurant Benoit. Schon Ende der 90er Jahre überreicht hier der französische Geheimdienst dem FBI einen Bericht über das Netzwerk der Terrororganisation Al-Qaida. Der Verfasser des Berichts, der Wirtschaftsexperte Jean-Charles Brizard, trifft zum ersten Mal John O'Neill, den Mann, der im FBI die Aktivitäten gegen Al-Qaida leitet. Effectivement, il me dit très clairement. O'Neill hat mir ganz klar gesagt, dass das Zentrum des Übels in Saudi-Arabien liegt. Unsere Untersuchungen belegen das auch. Die Finanzierung und die logistische Unterstützung für Al-Qaida und für Bin Laden kommen zum ganz überwiegenden Teil aus Saudi-Arabien, von Bankiers, Finanzleuten oder Geistlichen. Den Al-Qaida-Bericht hat Brizard jetzt erstmals veröffentlicht. Gemeinsam mit Guillaume Dasquier in ihrem Buch Bin Laden, die verbotene Wahrheit. Exklusiv darin auch die Aussage von FBI-Agent O'Neill. Er bestätigt den Autoren das doppelte Spiel der saudischen Königsfamilie. Einerseits sei sie bis heute verwickelt in die Unterstützung Bin Ladens und der Al-Qaida über ein weltumspannendes Firmennetz. Andererseits der öffentliche Schulterschluss mit den USA. Öl verbindet. Die amerikanische Diplomatie zeigt sich dankbar. Schützend stelle sie sich vor das verbrecherische Saudi-Arabien, so FBI-Agent O'Neill bei einem zweiten Treffen im Sommer 2001. Im New Yorker Plaza Hotel erzählt er dem Franzosen, seine Ermittlungen gegen Bin Laden würden von der eigenen Regierung boykottiert. O'Neill sagte mir, dass er völlig frustriert sei. Er hatte das Gefühl, die Direktion des FBI gebe zunehmend dem starken politischen Druck nach. Seine Ermittlungen wurden eindeutig behindert. Für ihn wurde es einfach unerträglich. Er war entschlossen, das FBI zu verlassen und in die Privatwirtschaft zu gehen. Im August tritt John O'Neill einen neuen Job an, als Sicherheitsdirektor des World Trade Center. Am 11. September holt John O'Neill sein Schicksal auf tragische Weise ein. Er wird ein Opfer des Terrors. Nach den Terroranschlägen eine entsetzte US-Regierung. Doch erscheint der 11. September in einem anderen Licht, weiß man um die diplomatischen Versäumnisse in den Monaten davor. Der starke Druck der Öllobby habe die Bush-Regierung übereilt zu Verhandlungen mit den Taliban getrieben, gleich nach Amtsantritt im Februar 2001. Man verhandelt mit den Taliban nur am Rande über die Auslieferung Bin Ladens. Afghanistan ist der Schlüssel für Zentralasien. Die Taliban haben das Land stabilisiert und führen es mit eiserner Hand. Man möchte allerdings, dass sie international gesellschaftsfähig werden. Das Hauptinteresse der Amerikaner in Zentralasien heißt seit langem Öl. Um es für den Westen erreichbar zu machen, müsste eine Pipeline durch Afghanistan gelegt werden. Die Verhandlungen darüber waren unter der Clinton-Regierung versandet, die Taliban international in der Kritik. Die neue Regierung unter Bush drängt. Sie will das Öl und sie will Bin Laden, der die Terrorakte gegen die amerikanischen Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam auf dem Gewissen hat. Im Grunde sagen die Amerikaner den Taliban, wir schätzen euch, weil ihr Sunniten seid und Saudi-Arabien euch unterstützt. Aber da ihr international geächtet seid, solltet ihr Bin Laden ausliefern und ein wenig von eurer Macht abgeben. Der afghanische König im Exil, Zahir Shah, könnte das Land führen. Wir belegen in unserem Buch, dass Verhandlungen mit dem König lange vor dem 11. September, im Frühjahr 2001, aufgenommen wurden. Der Exilkönig ist für die Taliban inakzeptabel. Auch die zentrale Rolle Bin Ladens in Afghanistan unterschätzten die Amerikaner. Bis in den August hinein verhandeln sie und sollen dem Regime auch mit militärischem Einsatz gedroht haben. Dieser radikale Verhandlungsstil kann schließlich nur zu einem Ergebnis führen. Die Taliban fühlen sich in die Enge getrieben. Sie fürchten, ihre Macht ganz zu verlieren. Und die einzige Lösung für jemanden, der derart unter Druck steht, ist, seine Positionen radikal zu verhärten.
Mit ihren explosiven Rechercheergebnissen haben die jungen Geheimdienstexperten jetzt schon international für Furore gesorgt. Erste Prozessandrohungen amüsieren die Herren. Das Buch ist nach seinem Erscheinen am vergangenen Mittwoch in Frankreich bereits über 30.000 Mal verkauft worden.